Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Darf erst probieren? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Oh. Erzwinge ein Geständnis. Und setzen wir uns mal hin. Oh, die Musik. Wir analysieren erstmal. Inverse auf Softwarestand stabilisiert. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Okay. ID-Tracker, Herstellung. HK400 Haushälter. Wiederholte Markierung, über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Wow. Was ist das? Getrocknetes Blut von Ortis Carlos, okay. Was ist das? Nicht kritische Stufe 2 Schaden verursacht durch Baseballschläger. Ja, fangen wir mit dem Verhör an. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Wow. Was soll ich machen? Ich meine, er hat ihn getötet. Damit wir verstehen, was passiert ist. Oh, Stresslevel ist hoch. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Was werden sie mit mir machen?
glaube, sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Wir müssen das Stresslevel nochmal hochtreiben. Ich kann nicht. Okay. Du bist eine Maschine, du musst blind gehorchen, also gehorche! Sag mir, was passiert ist. Okay, gut, dann nicht. Das kümmert mich das schon. Also, ich stehe hier nicht unter Mordverdacht, oder? Wenn du weiter schweigst, kann ich nichts tun, um dir zu helfen. Sie werden dich komplett abschalten. Dann bist du tot. Verstehst du? Tot! Er quälte mich jeden Tag. Oh. Das hat funktioniert. Ich war gerade so gespannt und hab so gehofft. Irgendwas war immer falsch. Und eines Tages Gewalt entsteht aus Gewalt. Schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört, Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal und nochmal. Das ist so heftig. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Den Spruch kennen wir schon. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. An die Skulptur? Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Welche? Damit ich gerettet werde. Komisch. RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Androidenrebellion. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Die Angst aller Menschen. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Wer ist RA9? Nur RA9 kann uns retten. Wer ist das? RA9. Wer ist RA9? Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Er konnte mit seiner Freiheit nicht umgehen. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Wow. Ich fühlte Wut, Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Ich bin fertig. Wow.
Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an. Was zur Hölle machst du da? Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Fuck! Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Die Wahrheit ist innen. Was ist das für ein Schloss? Er wird auch noch zum Aufwiegler. Oh Mann. Irgendwo habe ich was verpasst. So. Okay, Android gesteht. Chris greift ein. Nochmal angreifen. Android vertraut Connor. Okay, es hätte also auch jede Menge anderer Möglichkeiten geben können. So viele Entscheidungen, so viele Möglichkeiten. Ich hasse das und ich will wissen, was alles ist. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass man irgendwie nochmal die Kapitel spielt und dann werde ich für mich, nur für mich jetzt, gucken, ob ich alles herausfinde. Oje, oje, weiter geht's. Sind wir jetzt wieder bei Kira? Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Oh mein Gott, die Kleine tut mir so leid. Wir müssen gehen. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Hoffentlich bald. Ich weiß nicht, wohin. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen.
Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Wir gucken erstmal in dem Laden, denke ich jetzt mal. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt.